years, Yoda has trained the Jedi Knights of the future. Learn and watch. So, ich hab's mal geskippt, war eh komisch ruckelig, ist auch völlig egal. Herzlich willkommen, Freunde, zurück zu einem neuen lang gespielt Lego Star Wars heißt die heutige App und wir sollen am Anfang direkt entscheiden, welche Seite wir sind, entweder die Jedi oder die Sith, entweder die helle oder die dunkle Seite. Ich mag das blaue Licht, deswegen wollen wir sagen, die helle Seite, die Jedi. Gut, wir haben vier verschiedene Planeten. Mit jeweils einer Prozentanzahl, aber wir können aktuell nur den hier betreten. Und dann halt direkt die erste Mission, melde dich, achso, ist egal. Missionsbericht, lerne mit Yoda, Bonus trifft R2-D2 und Obi-Wan und erreiche Akbar in 60 Sekunden. Okay, fangen wir mit der ersten an. Ich skippe das mal, das ist immer so ein bisschen ruckelig. Spiele die Mission A, B, C, D und E, um deine Einheiten zu verbessern. Interessant, ich weiß immer noch nicht, worum es in diesem Spiel geht. Ja, willkommen, junger Padawan. Lerne mit mir. Zum Bewegen antippen. Ah ja, wir sind also so ein Mech. Zum Feuern antippen, zum Sammeln. Was? Achso, sammle Stats. Achso, das. Ah ja, dann auch. Stats heißen diese komischen kleinen gelben Dinger. Bleib in Bewegung. Ja, ja, bin ich ja. Nju. Jetzt treffe ich es nicht mehr. Ich war zu nah dran gewesen. Oh, die verschwinden auch noch, die Dinger. Leider kommen sie nicht immer direkt hinter mir her, wa? Deine Einheiten. Arte Einheiten mit Fahrzeuge. Mach eine Einheit bauen. Okay, wir sollen ein paar mehr bauen. Das finde Obi-Wan. Sieht so ein bisschen aus wie so ein. Was ist so ein Strategiespiel? Naja, ich bin ja schon dabei, Obi-Wan. Führe sie zu Akbar. Ja, wir haben unseren HP auf unseren Einheiten. Wir haben es aber jetzt innerhalb von 60 Sekunden geschafft. Ich denke, da hätten wir es direkt von Anfang an ein bisschen durchrushen müssen. Und da hinten ist er anscheinend schon. So, und links haben wir unsere Stats, ne? 32 da, jetzt 33, 34. Öffne die Karte. Mission abgeschlossen. Okay. Wir haben nicht mal die Karte geöffnet. Da waren wir einfach ein bisschen zu schnell gewesen. Ja, den haben wir leider nicht erschafft. Ist aber völlig egal. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Achso, hier haben wir die Mission A, B, C, D und E und F und G, H, I, J, K, okay. Nee, keine Ahnung. Nächste Mission. 16% haben wir abgeschlossen bisher. Besiege die Fizz, Bonus rette den Piloten und schließe die Mission in 2 Minuten und 30 Sekunden. Das heißt, die Mission geht zumindest 3-4 Minuten, denke ich mal, wenn wir uns ganz normal Zeit lassen. Gib Codes Y, habt ihr gerade gesehen, hätte ihr mal anhalten müssen, dann habt ihr irgendwelche Codes gesehen. Jage die Fizz, alles klar, hier dabei. Los, los, los. Jo, jetzt sind wir in der Fahrzeuge ziemlich beschädigt. Aber hier vorne habe ich schon wieder ein neuen komisches Ding zum Reparieren wahrscheinlich. Fahrzeuge, ja. Barkspeeder können wir dazu packen. Jetzt haben wir 4 Stück. Und die wurden automatisch geheilt, als wir sie aufgerüstet haben. Piu, 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 piu. Bringen die mehr Stats? Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Falle. It's a trap. Aber ist ja kein Problem für mich, oder? Guck dir mal, was ich alles sammle. Wo muss man hin? Ich laufe einfach mal hier lang, auch wenn ich nicht weiß, ob es hier lang geht. Anscheinend nicht so wirklich. Ah, wobei, wobei. Okay, meine reagiert gerade nicht mehr, doch jetzt. Na komm, hier kann ich gar nicht lang laufen. Hier ist also die Sackgasse gewesen anscheinend. Das ist ja behindert. Ja, und seht da zum Beispiel so eine Karte. Ah, das ist also die mit. Dann ist der Bonus, der erste Bonus. Hier hinten ist der erste Bonus. Und dann ist unser Hauptziel. Und hier hinten, das haben wir auch noch. Ach nee, das ist Norden gewesen. Alles klar, ja. Also, man muss auf jeden Fall auch ein bisschen auf die Karte gucken. Dann, ja, ist das ein unglaublicher Weg. Dann weiß man, wo man hinfahren muss. Oder sich hin bewegen muss. Ich muss hier runter. Da unten scheint der Bonus zu sein. Ich weiß noch nicht mal, was der Bonus war, aber ist egal. Gehen wir irgendwie hin. Oh, da hinten ist was, da hinten ist was. Los, los, los. Oh, die ballern sogar automatisch auf die Gegner. Sehr geil. Pilot gerettet. Los, 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 los. Go, 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 go. Sie ziehen sich zurück, alles klar. Ja, ich hab's ja gerade schon gesehen, Umsetzer. Die Schweine. Oh, einer ist gleich tot von meinen Einheiten. Oh, tot.
Das von der stimmt, krieg ich das. Ja, ich habe irgendwie nicht treffen können gerade. Weiß nicht warum. Ist das eine Bau? Ist das ein Bauding? Ja, ne? Wunderbar. Eine Wing! Okay, wir könnten also. Ich möchte. Achso, ich kann nur Raumschiffe bauen hier hinten. Na, alles klar, machen wir eine Wing. Das sind also Raumschiffe, gegen die ich gekämpft habe, ja. Habe ich die ja nicht mehr meine Einheiten oder wie? In 32 Sekunden muss ich die Mission abschließen. Nein, ich komme nicht mehr bis hinter, ihr Schweine! So knapp. So close. 235, 236. Wo ist denn hin? Da hinten ist mein Hauptziel eigentlich. Bin vorbeigeflogen oder? Ja, ich hab's nicht erwischt, wie auch immer. Nehmen wir ein paar Lego-Steinchen mit. Oh, da kommen, achso, da kommen noch mehr. Muss einfach hier bleiben und wir müssen einfach deffen. Okay, da hätten die 32 sowieso nicht gereicht. Da macht's auch keinen Unterschied. Da hätte ich wahrscheinlich nicht in die eine Sackgasse fahren dürfen. Da hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Wer weiß, wer weiß. Kommen noch mehr, Alter. Kommen wir noch endlich oder was? Piu, piu, piu. So, ne, die ganzen Stats müsste ich theoretisch mal einsammeln. Mission abgeschlossen. Yay, okay. Alles klar, leider 45 Sekunden mehr. Ja, leider, leider, leider. Wieder nur zwei Sterne. Erfolge rette einen Piloten, Akunda. Vielen Dank dafür. So, ich könnte jetzt theoretisch. Ich muss jetzt mit der Mission. Was ist denn hier? Ah. Bonuslevel. Spiele auf lego.com/Star Wars. What? Muss ich auf die Internetseite oder was? Tatsache. Für den nächsten Rang zu besiegende Feinde. Aktueller Rang Unteroffizier. Bonuslevel und dann irgendwie B, keine Ahnung, ein Rang. Ach, ist mir völlig Latte. Wir machen einfach die nächste Mission. Hier. Verteidige das Raumschiff, rette den Piloten, sammle 100 Stats. Ich denke, das wird möglich sein. Muss ich vielleicht mal über die Stats rüberfliegen diesmal. Oder rüberlaufen. Dann kriege ich die auch locker durch. Irgendwas ist ja gerade runtergefallen. Ich weiß aber nicht was. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen was. Verteidige das Raumschiff, ja, bin dabei. Ich versuche auf meinem Boden zu identifizieren, was es sein könnte. Genau. Irgendwas Lautes, ihr habt sicherlich auch gehört. Ja, ja, komm, Alter, ihr sollt automatisch angreifen. Irgendwas sehr Lautes, aber... Ja, dann machen wir die Soldaten weg. Ich wollte mich nur heilen. Aber ich habe es nicht ganz identifizieren können. Ist auch egal. So, wir machen hier weiter. Oh, ja, weggesniped. Weggesniped. Eigentlich will ich die Stats haben. Also, sie sollten eigentlich nach oben kommen. Nö, nö, nö. Ich soll meine Raumschiff verteidigen. Alles klar. Bin dabei. Nur noch 30 übrig. Kommt wahrscheinlich von jeder Seite. Ich werde wahrscheinlich auf, oh, da hinten ist noch was. Das sind meine Missionen. Sehe ich jetzt gar nicht mehr. Da unten ist nämlich einer. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt da hinkomme. Ach du Scheiß, ich bin gleich tot, ne? I'm dead. Alles klar, Fahrzeuge nochmal. Na. Jetzt haben wir drei Stück. Okay, also selbst wenn wir verlieren, unsere Einheiten verlieren sollten, können wir mit unserem Satz jederzeit neue produzieren. Das ist interessant. Noch 20 übrig, also die kommen meistens anscheinend von vorne. Boah, die hauen aber echt Schaden rein, oder? Holy shit, ey. Ich kann auch theoretisch hier unten stehen bleiben, ist auch völlig Latte. Vielleicht will ich die Stats sammeln. Wenn ich sterben sollte, dann kann ich ja sowieso da oben respawnen. Noch 10 übrig. Muss ich 100 insgesamt auf meinem Stats-Counter haben oder muss ich es ja immer nur gesammelt haben? Hm, gute Frage. Keine Ahnung. Noch 10 übrig? Ja, ja, kommt her. Jetzt kommen sie hier alle. Oh, bam. Mal ganz kurz hier alle repariert. So mies, ey, dass ich alle einfach reparieren kann. Hinter mir ist dann auch noch welcher. Schön hier rüber latschen. Jung. Muss lange hier gleich weg sein. Das heißt, das müssen die letzten sein. Ja, ein bisschen abgeschossen. Nein, rette weder den Piloten noch 100 Stats gesammelt. Ist egal, ist egal. Ich wurde ja auch irritiert durch das laute Geräusch. Besiege General Krivius.
Finde C3PO und öffne den Tresorraum in 4 Minuten. Okay, machen wir die einfach die eine Mission noch. Und dann gehe ich erstmal dem komischen Geräusch auf die Spur. Beschütze den Tresorraum. Schon wieder einen beschützen? Alles klar. Habe ich noch Stats? Ich habe. Okay, meine Stats werden. Ich kann sogar Minus machen. Also, verkaufen wahrscheinlich. Ein Klontrooper. Wieder verteidigen, alles klar. Ach, ich kann maximal nur 5 Einheiten haben, steht hier unten. Ach, guck mal, er hat ein Laserschwert. Nice. Ist das ein geheimer Raum? Muss ich da mal langlaufen oder was? Na, so geheim war er jetzt doch nicht. Schießt er aus seinem Laserschwert Wellen raus oder was? Das sieht so aus. So, immer wenn er das Laserschwert zieht. Ja. Yeah. Ich glaube, das ist wirklich er mit seinem Laserschwert. Ja, die anderen schießen halt. Interessant. Oh, hinter mir auch noch einer. Ist das der Tresorraum? Nein, das ist er, glaube ich, noch nicht. Ich latsche einfach mal durch, würde ich sagen. Ein paar Stats wären nicht schlecht, damit meine Sturmtruppen dann später wieder hergestellt werden können. Ja. Oh. Aber sogar noch stärkere. Für 5 Stats pro Stück. Guck mal, jetzt greifen sie zum Beispiel wieder automatisch an. Gerade haben sie halt nicht automatisch angegriffen gehabt. Warum auch immer. So, dann geht's lang. Dann wird so ein bisschen geführt. Hoffentlich ist es keine falsche Fährte. Das wäre ein bisschen doof. Aber das. Oh, kam der schon wieder her. Dann würde man das zeitlich wohl nicht so einfach schaffen. Jung. Ja, bestimmt gleich noch so ein Bauding kommt kurz von dem Tresorraum. Ja, ein Stormtrooper ist gleich down. Tot, down, wie auch immer. Guck mal, da hinten haben wir noch was. Ich glaube, die respawnt zur Unendlichkeit. Ich glaube, ich habe gerade Stats verloren, weil ich eine Einheit verloren habe. Oder mal wieder. Nice. Captain Rex. Na komm mal, warte. Nehmen wir 2 von denen hier noch mit insgesamt. Die anderen sind mir zu schwach gewesen. Besteht dann schon wieder eine Falle, oder? Nein, Tom, ich komme. Ach, hier unten ist das Bonus. Der Bonus. Nee, will ich nicht hin. Ich möchte erstmal zum Bonus. Hauptziel, wir haben 2 Hauptziele, what the fuck? Hä? Wir gehen erstmal zum Bonus. Ich bin ja völlig falsch, oder nicht? Ich finde, das hat überhaupt gar keinen Sinn, das hier unten ist leer, what the fuck? Komm, wir ganz kurz heilen. Schon wieder heilen, Alter, what the fuck? Das sieht man nicht so viel Schaden, ey. Krass, also, ich weiß nicht, wo ich geh jetzt noch zum Hauptziel, ist okay. Wo ich hier lang latsche, so ein riesiges Imperium schon wieder. Was? Jetzt kommt hier so ein Typ hinterher, Alter. Jetzt muss ich zum Hauptraum wieder. Da, wo ich gerade schon gewesen bin. Alles gut, dass die automatisch angreifen. Muss ich mir wenigstens, muss ich die Gene anklicken. Ich kann die ganze Zeit nur Stats sammeln. Immer schön auf die Bonus, auf die Baustation klicken, um mich wieder zu heilen. Er rennt weg. Er sieht das und muss wegrennen. Was ist das eigentlich? Ach, ist das nicht C3PO? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hab von Star Wars nicht so viel Ahnung. Muss ich auch nicht. Das sehe ich nicht so sehr. Lass meinen Hund in Ruhe. Na, die greifen schon an. Piu, 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 piu. Hauptziel ist gar nicht hier hinten.
Aber die haben auch echt komische Pathfinding. Wenn ich irgendwo hindrücke, dann laufen die echt komisch lang. Mega ätzend. Ja. Und mein Hauptziel ist da drüben. Wo komme ich da rüber? Der Druide hat den Tresorraum geöffnet. Uhuhu. Alter! Was ist mit dem scheiß Text da unten? Ah, hier haben wir noch eine Station, das ist doch schön. Ist das ein komisches Viech? Alter, was ist das denn für ein Monster gewesen? Holy shit! Ja, das war... Okay, für den C3P habe ich auch nicht... Ach, das war der General gewesen, okay. Öffnen Tresor, habe ich auch nicht geschafft. Ja, recht schlecht gewesen, ne, von mir. Also ihr habt da überall noch die Möglichkeit, die ganzen... Ne, hier, nicht... Nicht... Tatooine, könnte ich mir woanders her. Überall noch halt drei Sterne zu erhalten. Für den nächsten zu besiegende Feinde 55 Gegner muss man noch besiegen. Für Rang B. Wobei ich glaube, ewig viele Gegner gerade besiegt haben und ich immer noch den gleichen Rang brauche, oder was? Ist auch egal. Tja... Das war's gewesen mit Lego Star Wars. Wem es gefallen hat, der kann sich in der Videobeschreibung gerne die Links angucken zum Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne mal eure Meinung zum Spiel. Bis zum nächsten Mal. Ciao!